So, und ein herzliches Willkommen zurück zu Wendels Monday. Wir machen weiter. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay. Nur ein Typ, der Zeitung liest, scheint voll bei der Sache zu sein. Na dann, wissen wir, warum du so viele Freunde hast. So. Geschlossen. Okay, X ist daneben und das Loch ist dann schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Mary Poppins. Was ist denn mit ihm? Alles cool? Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Alles furchtbar. Okay. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Oh, sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Alles klar, komm hier rein. Nichts für mich drin. Okay. Also U-Bahn oder was? Wir sind jetzt zur Arbeit. The Baltic Voice. Oh, sieht hier super aus. Street Station. Fuckkartenautomat. Defekt. Okay. Shit, der ist defekt. Okay. Mülleimer? Nichts von Interesse. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Oh, lies eine 3D-Brille. Nimm mit. Okay. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Kein Notfall. Ich wollte nur sagen, was für ein schöner Tag heute ist. Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die Meereshexe aus die kleine Meerjungfrau sehen? Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Eine fiese alte Schachtel hat die Kontrolle über den Schalter übernommen. Tun Sie doch was. Hat Ihnen jemand... Nein, aber gut zu wissen. Fuck. Sayonara. Kann ich das nochmal machen? U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Das nehme ich mal. Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Tut mir leid, ich bin gerade echt beschäftigt. Wenn da alles voll Blut ist, machen Sie es doch bitte sauber, bevor Sie weggehen. So what? Sie lässt da eiskalt jemanden verbluten? Okay. Patty. Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Sie hat einen Gameboy angemacht oder was? Ein U-Bahn-Ticket bitte, hallo. Ein U-Bahn-Ticket bitte, hallo. Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Spitze. Es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Naja, eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Glas hier kugelsicher ist. Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyborg aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will.
Cyborg. 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten. Danke. So wollen Sie also spielen, ne? Okay. Letzte Chance. Geben Sie mir mein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment. Nein? Denken Sie nicht an diesen Namen. Streichen Sie das. Randall Hicks. Erstmal eine Bombe. Mal sehen. 11 Buchstaben senkrecht. Fängt mit I an. Was? Ina da Quert oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht, fängt mit I an, inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke inadäquat, für Ihren Anruf, okay. Und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, hey, Moment, legen Sie ja nicht auf, wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt, die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh. 5 waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. Wissen Sie was? Ich verzieh mich. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ma'am? Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Merke ich. Ein Anruf. Es gibt keinen Anruf. Ich merke, wie wichtig der ist. Bleiben Sie dran. Töte mich. Oh Gott, töte mich hier und jetzt. Ja, gut. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Okay. Also, müssen wir hier irgendwie den Gameboy abnehmen oder irgendwas mit dem Telefon machen? Okay. Dann sucht sie was. Ah. Wie war's? Zusammenkleben. Ich würde gerne, aber der Deckel sitzt fest. Okay. Aber noch eine Messerklinge, oder? Na bitte. Jetzt geht doch. Kann ich ihn benutzen. Diese Batterien werden vielleicht nochmal nützlich. Ah. Das ist Metz. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Okay. Schuh, haben wir da auch noch Batterien rausgeholt. Super. So. Jetzt nehmen wir mal den Kleber. Telefon. Nichts von Interesse. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt hier einfach nochmal anrufen. Intercom. Alles klar. Die ist erstmal weg. Können wir eine Konsole mitnehmen? Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. PS4 Neo. So, nein. Karte. Ist eigentlich uninteressant. Können wir mit ihr reden? Ich habe kein Ticket. Okay. Können wir da drüber jumpen? Stehen bleiben! Oh, werden wir noch erwischt. Sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Also, ich bin ein armer, glückloser, irischer Einwanderer. Oh, großer Gott. Was soll ich jetzt nur werden? Ach, es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter, kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Sehen Sie, Murray, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge einen Verdächtigen. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Wo waren Sie zwischen 9 und 10 Uhr morgens? Ich würde eher das nehmen. Das ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter... Kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Ja, das Monster Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert, wie Jessica Chabot meine E-Mails ignoriert. Ich meine, ja, das war Betty.
Betty, jetzt kenne ich deinen Namen, meine Liebe. Ja, das Monster. Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert, wie Jessica Chabot meine E-Mails ignoriert. Ich meine, das war Betty. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Toll. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich es heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Bewegt sich alles. So, gucken. Die braucht man zum Grillen. Bewegt sich der... Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. Bewegt sich der Lobos mit? Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würstchen ist. Okay. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Was haben wir denn hier alles? Die interessiert. Ja, angucken. Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Jo, und ein Globus hatten wir da. Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. 6 Whoopi Goldbergs. Globus, okay. Sprechen wir mal mit Mary. Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Mary. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jeden steht da eine kleine Mary-Figur. Okay. Ah, jetzt können wir so eine Figur nehmen. Hey, Mini-Mary, du gehörst jetzt mir. Das Ding wackelt. Gelockerter Bolzen. Hört sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Haben wir nicht so ein Fettblatt? Ah, fettiges Papier. Gelockerter Bolzen. Mal sehen, was passiert. Und los geht's. Okay. Mary! Verschwinde, ihr Junge! So, kriegen wir jetzt endlich mal ein Ticket. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Dankeschön. Yes, Randall wins. Yes, Randall wins. Können wir jetzt endlich hier durch? Yes. So, was ist das denn? Emerson. Emerson Express. Nicht Emerson, sondern Emerson. Keine Werbung. Hab keine Bedenken, irgendwelche Ideen auszuprobieren, die dir also einfallen, selbst wenn sie verrückt scheinen. Denk daran. Okay. Okay, was ist das denn? Kanalisation? Fremder. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Klatsch ihm mal ein. Sieht irgendwie weggetreten aus. Ist voll auf Marihuana oder so. Voll hängen geblieben und so. Spring mal rein. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Warum? Geh doch mal rein. Wir gehen dann einfach mal hier, wo? Amazon Express. Arbeiten. Good morning, Vietnam! Na, sieh einer an! Mein Star-Angestellter, meine rechte Hand, mein Glücksbringer, der gerne mal untertaucht. Ich frage mich manchmal, wann wird er uns wohl wieder mit seiner Anwesenheit beehren? Wow, danke, Mr. Amazon. Ich hielte mich schon immer für Ihre Geheimwaffe, Ihre persönliche Ninja oder sowas.
War das Sarkasmus? Weil das wäre irgendwie unhöflich. Oh, bitte, nicht das schon wieder. Sie sind sauer, weil ich dauernd zu spät dran bin. Das verstehe ich, aber das liegt an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Eigentlich dachte ich, das hier wäre der, was? Vogelladen meines nordvietnamesischen Kumpels. Ich nehme das Erste. War das Sarkasmus? Weil das wäre irgendwie unhöflich. Schluss mit dem Scheiß-Hex! Sogar meine heißgeliebte Ex-Frau würde hier einen besseren Job machen als du. Wir wissen beide, dass dein Arsch um Punkt 9 hier zu sein hat. Und jetzt ist es Mittag. Das Päckchen hier hätte schon vor Stunden zur jährlichen Koala-Convention geliefert werden sollen. Und bis jetzt war ich wirklich mehr als geduldig, was dich angeht. Hören Sie, wenn Sie noch ein klein wenig mehr von dieser Geduld opfern würden, würde ich Sie angenehm überraschen. Oh, übrigens, bitte schreien Sie mich nicht so an. Mein Vermieter hat mich bereits angebrüllt und ich habe einen Mordskater. Ah, das erinnert mich an was. Ich brauche einen Vorschuss. Was? Sehen Sie? Überraschung. Wo soll ich anfangen? Weißt du noch, als ich dir Freitagabend gesagt habe, du sollst den Laden dicht machen und dir den Schlüssel gegeben habe?